Oh, sie scheint glücklich zu sein. Ja, dann quatschen wir mal mit Joyce. Guten Morgen, Joyce. Überraschung. Joyce looks so different in her street clothes. Good morning, Joyce. Rachel. Max. Oh, you startled me. Well, you fit those clothes well. Rachel. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Sie ist immer so lieb und nett. Eier und Bacon. Eggs and bacon all the way. Remember when you guys would sleep in until I yelled out, wakey wakey, eggs and bakey. Totally. We wake up so fast. So this time you can help me with the ingredients. I need you to grab me the actual eggs and the bacon. Ja, kriegen wir hin. Joyce ist so die gute Seele. I can handle eggs and bacon. Das kriegen wir hin, hoffentlich ist David nicht da. I should evolve and become a vegan, but... Oh, bacon. Ich sollte mich weiterentwickeln, aber... Bacon! So, wo sind die Eier? Da sind die Eier. The eggs always come first, as Joyce used to say. Bitteschön. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. Ach, wenn du I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but... We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. War Rachel sauer auf Chloe? Is there any reason that Rachel might be mad at Chloe and left without her? Chloe could piss everybody off but her. They were almost joined at the head. Okay. Reminded me of you and Chloe. But Rachel wasn't as grounded as you. I'm grounded? Since when? Maybe that's why Chloe likes Rachel so much. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Vielleicht. Maybe. Rachel was so much cooler than me. Oh, you think? Then why has Chloe been telling me she wishes she could be more like you over the past 5 years? What? Doubt it. Did she really? 5 years ago feels like 1,000 now. Mm. And that makes me what? A century old? Sorry. You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Hoffentlich ist David nicht da. Der hält uns noch eine Standpauke. Zeitung, was steht denn drinne? Kate's life was sure worth a nice exploitive headline. The Independent. Plötzlicher Schneefall und überraschende Sonnenfinsternis. Steht uns die Apokalypse bevor? Schülerin sprang in der Blackwell Academy öffentlich in ihren, ja, in ihr Ableben. Oh, Flasche, Flasche, Flasche. Glotz, glotz, glotz. Who drinks beer this early around here? Ja, das frage ich mich auch. Also Bier zum Frühstück, ne. Also das weist höchstens auf ein Alkoholproblem hin aus meiner naiven Sichtweise. Aber ich mag in Amerika diese Milchdinger. Oh, es gibt Erdnussbutter. I'm glad that's creamy enough. Thank you so much, Joyce. I guess nobody waters the plant here. Wir warten erst. Those eggs and bacon to my belly. Ja, wir warten aber noch, dass alle anderen da sind, oder? Weil gehört sich doch so, oder nicht? Kate's life was sure worth a ja, nice das haben wir exploitive ja schon. Headline. Darf ich schon essen, oder? Weil ich warte jetzt. Wie spät ist denn das eigentlich? Ja, gleich. Ja, sagen wir 20 nach 9. Ich fange einfach schon mal an. Darf ich? Warum kann ich das nicht anwählen? I guess nobody waters the plant here. Ich will jetzt essen! Warum kann ich nicht... Seeing you again? Nee, ich warte erst maybe noch. You remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours.
You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. Ich hab ja angeblich keinen Style. Wowzer. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. Mm-hmm. He had his car out right after this. And... Ja, wir wissen ja alle, was danach passiert ist. I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Wirklich? Ah, wenn man vom Teufel spricht, kommt da die Treppe runter. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please, it's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage. Now stop whispering or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Oh, Chloe, das muss doch jetzt nun wirklich nicht sein, ne? No one can even joke with you, Chloe. You fly off the handle like that. Mm. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Chloe. Just listen to yourself. Nobody else does. Oh Mann, ey, das... I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Ja, aber ich kenne sein Passwort nicht. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Schublade. Wir suchen jetzt alles ab. Nein. Das Hochzeitsdatum vielleicht? Maybe I could try stepdad for the password. Nein. Ach, oh, steht da. Happy Sweet 18. Chloe, ich bin so froh, dass du heute geboren wurdest. Danke, dass ich mir zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen, dein Stiefvater. Ja, er meint es ja eigentlich nicht böse. Das ist es ja gerade. Familie? Stiefvater. Error. Nope. Habe ich mir schon gedacht. Ich glaube, dass es das Hochzeitsdatum ist. Nothing to see here. Moment, hier oben sind doch die Akten. Oder auch nicht. Was haben wir noch? Naturally, David would buy a heavy-duty military. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Merken wir uns mal. Nothing in it. Und zur Not können wir immer noch zurückspulen. Ah, da sind nur die Tools drin, oder? Nee. I could try the license number for the password. Gewicht 50. Achso, ja, es ist amerikanische Größe. Ablaufdatum 5.10. Metzen. Lizenz zum Tragen verdeckter Waffen. Ah, das ist ein kleiner Waffenschein. Also das könnte man nehmen. Hm. Maybe this ID number might work. Glaube ich auch nicht. Ich meine, es ist das Hochzeitsding. Oder die Nummer von seiner Einheit. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Buch. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Nach Hause zurückkehren. Ein Leitfaden für Veteranen. Ach, wegen PTSD oder... Vielleicht Veteran? Ach, das Ding finde ich immer noch eklig. David has been dragging his head around since 2001. Gott, oh Gott, oh Gott. Rotwildjäger Dallas, Einschusspreis. Sonnenblende. Joyce might as well have wrote, let's get married.
war eine Ehre, Sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit Ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls Sie vergessen haben sollten. That might be a useful password. Ja. Rechnung, das Datum, Eier mit Würstchen, Toast, Kaffee. Besuchen Sie bald wieder Ihre Bedienung, Joyce. Würde ich da auch essen. Bin ich ehrlich mit. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Messer. Even David Madsen might be an angel to somebody else. To my field angel. Halten Flügel steif. Okay. Tasche. Wir durchsuchen jetzt einfach That's alles. Cute. Could be a password here. Es könnte alles ein Passwort sein, wenn man so rumsieht. Wir müssen jetzt echt alles. Nein, öffnen wollen wir nicht. Wir gehen jetzt an den Computer. Ne, erstmal gucken wir die Platte kurz. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Hupt, frisch verheiratet. Oh. Ich glaube, es ist wirklich das Hochzeitsdatum. Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Ja. Videonachricht von 07/2007. Das ist 100 Pro. Also ich würde das als Passwort nehmen. Das Hochzeitsdatum. So, Familie. Try again. Mist. No way, Max. You totally froze the laptop. Dann probieren wir das andere Datum. Yes! Score. Max the Hacker strikes. Das Datum von dem ersten. Spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Das Datum des ersten Kennenlernens. Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meldet zu einem. Folgt Rachel zum Leuchtturmbericht. Arcadia Polizeifall Nummer Tralala. Schilderung des Vorhers. Rachel Amber, 18, wurde um 14:35 Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgift aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Miss Amber zu befragen, die mit Drohung und Verleumdung reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für detaillierte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht, ja, und hörte Kate und Dana über Besorgung für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet, sie kennt die Bibel gut. Ja. Und? Ist normal. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Oh, der ist penetrant, was das angeht. Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Ey! Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern, selbst von der Kirche. Versuchte mit Kate über die Party zu reden, sie war verärgert und floh. Schuldig! Nein, das ist... This is so wrong. Oh, creepy bastard. Max Call für Pseudonym im Internet. Mad Max. Max Factor Noir Angel. Schwarzer Engel. Noir ist französisch für schwarz. Glaube ich. Schülerin, Max Stundenplan, Oktober. Alter, der ist. I better tell Chloe about this now. Ich sollte ihn aber ausschalten. Whoa, spoiler alert. Ja, okay, dann halt nicht. Rachel definitely hooked up with Frank. Aber kann ich den noch. Kann ich den wieder sperren? So wenigstens, dass der Laptop wieder gesperrt ist, sonst fällt's auf. Hm, weil ich bin ja nicht ganz blöd. Wir müssen aber vorne raus, weil da das Bad ist. Und zur Not. Weil da ist das Bad. Nein, ich will Chloes Haus nicht verlassen. Ich gehe jetzt wieder. Hallo. Kann mit dir reden? Nö. Ey, du hast mein Essen gegessen. Oh. Gut, das war dem... Nice breakfast.
David, you're back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Oh, ja gut, er ist müde. Do you know for sure it was black whale students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Mach das. Hallo? Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No, you and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. Yeah. He threatens them with surveillance cameras so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now. In the Androhung, Tom. He used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Ich schlag mich mal auf Chloes Seite. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even hit your stepdaughter. I do respect your service, but you don't respect anybody. Chloe was doing drugs. Oh my god. So spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. Ja, das stimmt. I do not have to take this kind of interrogation. Not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course. Women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. Ja, Chloe muss nicht immer das letzte Wort haben. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. Ich spule mal gerade zurück. Ich will nur wissen, was bei der anderen Sache bei rauskommt. Ich werde wahrscheinlich aber trotzdem für Chloe Partei ergreifen. Ich will nur wissen, was bei ihm die Diskussion dann ist. Weil zurückspulen können wir ja. So, überspringen. Joa, it was Blackwell. Oh, bla bla bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. So, jetzt mal kurz für dich. Ich will nur wissen, was passiert. Listen! We don't know that David did anything and nobody has any proof against him. As far as we know, it's Nathan Prescott who's the real threat so far. I would cut David slack here. Oh, would you? How generous, King Max. So suddenly it doesn't matter how shady David has been acting. Or that he keeps all those weird files on your classmates. Or how you're always going off on how creepy David Enough. Is. Enough! I don't want anybody being accused of anything. There's been too much of that crap going on around here lately, and I don't want it in my home today. Well, I agree with that. Now, if you all don't mind, I'd like to forget about work and sit down and eat some of this incredible grub. I have to take a dump. Are you coming, Max? Nee, die müssen das mit den Akten wissen. Nicht, dass nachher ihr... Maybe I went too easy on David for Joyce's sake. Weil das ist paranoides Verhalten und das geht nicht. So über die Leute permanent ausspionieren und alles, das geht nicht. Geht gar nicht. Meiner Meinung nach. So. You're a bully, David. Und er hätte ja auch was sagen können, ne? Ich hoffe, dass Joyce damit gut geht. Ich möchte mit ihr mal sprechen. Max, don't beat yourself up. David earned this all by himself. Understand?
Er muss halt auch wissen, wo seine Grenzen sind. Das darf man ja auch nicht vergessen. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Was? Da bist du doch selber dran schuld. Was? Mit den Akten und alles. Oh Mann, ey. Max, that gave me chills. And you better not rewind this one. Ja, ist ja gut. Dann können wir jetzt gehen.